Willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Ich bin euer Mammut und heute gehen wir hier in diese Höhle hinein, die hier umwuchert ist von Spinnennetzen. Das gefällt mir ja schon mal gar nicht, aber wir gehen hier trotzdem rein. Höhlen von Araniae. Okay. Sind wir ganz sicher, dass wir durch diese Höhlen gehen wollen? Nein, ich will hier nicht durch. Das stimmt hier nicht. Oh Kacke, das sind Spinneneier. Toll, hier wird es sehr viele Spinnen geben. Ja, da kommt auch schon das erste spinnenartige Ding. Die allgegenwärtige Spinne ist eines der ältesten und anpassungsfähigsten Wesen der Welt. Sie hat anscheinend auch eine höchst unpraktische Empfindsamkeit gegenüber Magie entwickelt. Bei Kontakt nimmt ihre Größe drastisch zu und sie zaubert sogar selbst. Okay. Aufgrund dieser Gefahr rate ich, diese Orte nach Möglichkeit zu meiden. Gefällt mir nicht. Spinnen mögen alleine ungefährlich erscheinen, doch ihre Anwesenheit sollte Reisenden eine Warnung sein. Oh, Kacke. Denn wo Jungspinnen sind, lassen sich auch Materialien finden. Ausgewachsene Arten beschützen ihre Jungen ausgesprochen aggressiv. Die Jungspinnen selbst haben großen Appetit und können einem in die Enge getriebenen Abenteurer beträchtlichen Schaden zufügen. So, so viel zu den kleinen Spinnen hier. Eiersack kaputt machen. Ist ja anscheinend Gold drin manchmal. Eine Sackgasse, super. Weiter. Gehen wir das nach unten oder nach oben? Ich glaube nach unten. Große Spinne, kleine Spinnen. Das ist schon eklig, wenn ich denen da die so die Beine abfetze. Ich mag Spinnen wirklich nicht. Also ich habe schon annähernd eine Spinnenphobie. Also zumindest im Real Life in Videospielen, da geht es noch einigermaßen. Aber trotzdem, ich mag Spinnen nicht. Gar nicht. Der Templer hat mir erzählt, er hätte Angst vor Spinnen. Ja, ich auch. Okay. Wir sollen dem Templer nicht sagen, dass er es uns gesagt hat. Wow, was war das? Und ganz schön verwinkelt, diese Höhle. Ist hier noch jemand? Ein paar Kohle. Oh, eine Elite-Spinne. Oh nein. So. Ich laufe ja eigentlich im Moment nur erstmal so hier so lang. Treffe auf nichts. Außer so ein paar eklige Spinnen. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich eigentlich überall lang muss. Überall kann man hier lang. Überall gibt es hier so ein paar kleine Spinnen. Das ist eine Truhe, das ist schon gut. Wow, glücksbringende Armschienen. Na, hoffen wir mal, dass die mir Glück bringen. Nein, natürlich nicht. Mir hätte es auch gedacht. Weil ich natürlich bessere Armschienen habe. Ich weiß gar nicht, ob man sie selbst hergestellt oder. Ja. Ja, toll, die Spinnennetze tun einen auch noch verlangsamen. Das ist super. So, helft mir doch. Nö, bist bestimmt verseucht von Spinnen. Ich konnte ihm gar nicht helfen, okay. Da kommt auch keine Spinne mehr raus. Da ist eine Spinne, die eine Truhe bewacht. Und da kommen noch mehr Spinnen. Und das ist super. Hammer, Hammer, Hammer. Immer schön das Spalten, dass sie auch schön explodieren. Vielleicht zerfällt sich ja auch dadurch, dass sie explodieren. Ich weiß ja gar nicht. Egal. Jetzt gehen wir hier mal nach oben zur Abwechslung. Ah,
Ich will doch hier nur zur Truhe hin. Lass mich doch hier in Ruhe. So. Alles einsammeln. Ja, ich gehe hier lang. So, weiter. Ich sehe sie auch immer so eklig runter sein müssen. Das machen sie schon im Real-Life zu viel. Ist hier sonst noch was? Da ist ein Heilbrunnen. Hier gucken wir auf für den Fall des Falls. Also im Gegensatz zu Diablo 1 gibt es hier erheblich viele Heilbrunnen. Und auch diese Heilkugeln, die man da so manchmal hat, die sind schon sehr nützlich. Ein Tagebuch. Einst war ich einer von ihnen. Gewöhnt. Bis ihre Stimme zu mir kam. Danach wusste ich, wie ich zu dienen habe. Ich muss den töten, der meine Herren bedroht. Und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wurde auserwählt. Ah ja, das Tagebuch gehört bestimmt hier diesen verrückten Einsiedler, den wir vor dem Eingang der Höhle getroffen haben. Ist die Diebesgilde in dieser Gegend vertreten? Diebe gibt es überall. Aber sind sie organisiert? Ihr glaubt, dass die Diebesgilde organisiert ist? Okay. Also der Schuft ist schon cooler. Auch wenn er nicht wirklich nützlich ist, auf seine Sprüche sind zwischendurch schon. Finde ich gut. So typisch schuftenhaft halt. Also wir laufen jetzt bestimmt in die vollkommen verkehrte Richtung. Ich weiß, im Süden der Karte gibt es dann nochmal so einen kleinen Bereich, den man erkunden kann, aber ich weiß jetzt nicht. Okay. Sieht wirklich so aus, als müssen wir den ganzen Weg jetzt noch da runterlaufen. Dann machen wir das. Dann machen wir das halt. Tudu. Laufen ist doch toll. Immerhin gibt es nicht mehr so viele Spinnen, die mich hier so attackieren können. Die meisten habe ich ja anscheinend schon getötet. Ich springe mal ein Stück, damit ich schneller vorwärts komme. Und auf einmal kann der Schuft da auch schnell vorwärts laufen. Wieso kann ich das nicht? Ich will das auch können. Yay, yeah, schreiender weißer Hai. Mir kann ich schneller zuhauen. Ist doch super. Also die Kleinen halten zum Glück auch nicht viel aus. Die gibt mir das Gold. Läuft der Schuft einfach drüber, ohne das Seil zu sammeln? Ich glaube, es hat. Da kann ich nicht weiter. Hier kann ich noch ein Stück. Ist noch ein Teil unerkundet. Na toll. So, jetzt gib mir hier die Heilkugel. So. Die auch. Brauche ich zwar nicht, aber trotzdem. Ein Eiersack. So, das hätten wir. Also langsam könnte hier mal diese Königin kommen, oder was auch immer das ist. Also diese Dämonin, die wir eigentlich suchen. Dann müssen wir wahrscheinlich erst eine Ebene tiefer zu dieser Kammer. Von der Eulenspinnendose. Da dürfen wir bestimmt gegen diese... gegen dieses Viech kämpfen.
laufe ich natürlich wieder über Spinnennetz. Ist ja ganz super. Ja, nochmal. Super. Ganz toll machst du das mal gut. Wow, ein größerer. So viel aushalten tun die gar nicht. Ich geh einfach mal runter. Merken, in der anderen Richtung geht es auch noch lang. Ich brauche ich mir nicht merken, hier ist eh nix. Jetzt habe ich mit dem Hammer in die Leere gehauen. Super. Kanzler Imon, es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir meinen Landsitz vor diesem verräterischen Gesindel in Tristram sichern. Die Höhlen im Osten sind zu nah an meinem Land. Sie müssen blockiert werden. Vollständig versperrt. Ich glaube, Erzbischof Lazarus hat kürzlich mit magischer Kraft... Oh, da geht's weiter. Meine Herrin hat mich aufgenommen. Kommt näher und spürt ihre liebevolle Umarmung. Ja. Die hat Spinneneier in sein Leib gepflanzt und ist ja lecker. Die sind aus ihm herausgekommen. Der Typ selbst ist explodiert. Lecker, lecker, lecker. So, hier ist ein Speicherpunkt und hier gehen wir jetzt einfach runter in die Kammer. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Wie groß dieses Vieh wirklich ist. Sieht aus, als wären wir hier drin nicht allein. Ach. Bitte helft mir. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Ja, habe ich doch gesagt, sowas kommt. Super. Ich mag Spinnen immer noch nicht. Und sie macht Schaden, oh mein Gott. Ich mache auch Schaden, ja. Ja, bleib hier. Was passiert denn jetzt? Oh mein Gott. Es kommen bestimmt viele kleine Spinnen und die muss ich jetzt alle töten. Ja, sag ich's doch. Königin wieder in der grünen Pfütze soll ich bestimmt nicht drin stehen. Ist ja wie in World of Warcraft. Alles was bunt ist, nicht drin stehen. Ja, spring rein, du Depp. So viel Schaden macht ja gar nicht. Ich mache ja mehr Schaden als sie. Jetzt ist die grüne Pfütze auch weg. Die kleinen Viecher. Mit dem Boss finde ich wesentlich einfacher als hier den Skelettkönig. Mehr Wut. So, wenn sie nicht sich zu viel bewegt, macht sie da auch weiter Giftschützen? Nein. Okay. Also sie kann einfach die ganze Zeit... Okay, doch, sie macht. So, das hätten wir. Länger hier hängen bleibe, werde ich noch verrückt. So, jetzt habe ich hier die Tuse befreit. Hab Dank, hab Dank. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Jo, können wir machen. Gerüchte zufolge ließ Erzbischof Lazarus, bevor er starb, einen lautlosen Schrecken in den Höhlen nahe Leorix' Anwesen frei. Er hatte wochenlang an ein paar ungewöhnlich großen Spinnen experimentiert. Jetzt folgen wir einfach mal der Tuse hier. Viele seiner Diener spurlos. Die größte der Kreaturen führte später die anderen in die Höhlen. Und bisher ist niemand, der sich dort hineinwagte, je wieder zurückgekehrt. Ja doch, jetzt ich, ne? Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leorix' Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Khazra gestohlen. Daraufhin sind die Khazra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden.
Wenn ihr ihn zur Khazra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Okay. Machen wir das mal. Wie auch immer wir jetzt da hinkommen. Da oben ist ein Wegpunkt-Teleporter. Den nutzen wir einfach mal. Wow, eine Motte. Die Welkmotte ist ein merkwürdiges Phänomen. Sie ist gewaltig für ein Insekt und ihre Größe erlaubt es ihr, auf unerklärliche Weise eine Energieladung auszustoßen, wenn sie angegriffen wird. Aus diesem Grund haben die meisten ihr genaueres Studium nicht überlebt, selbst viele achtbare Akademiker. Genau genommen solltet ihr das Thema nun besser ruhen lassen. Oh, wir müssen jetzt immer noch den Stab finden. Der Teleporter zeigt mir nicht an, wo ich da unbedingt mich hin teleportieren soll. Aber wir werden es sicher noch herausfinden. Lass mir hier diese Viecher töten. So. Habe ich eigentlich jetzt in letzter Zeit mal was bekommen, was mir was nützt? Magischer Dolch, nee. Nee. Magischer Gürtel, nee. Die Brust ist gut. Die Brust ist gut, die nehme ich. Jo, das war's auch schon. Dann gehen wir jetzt hier mal über die Brücke. Was ist das? Ah, da ist hier so ein Schamane. Jetzt kommen wir hier wieder hin. 10.000 Ziegenmenschen. So, jetzt habe ich neues Wissen. Vor langer Zeit verließen 5 Clans des Umbaru-Stammes Teganse und wanderten nordwärts. Nach ihrer Verwandlung zu Khazras waren nur noch einige wenige Älteste in der Lage, Magie zu nutzen und gaben diese Fähigkeit an die Schlausten unter ihren Kindern weiter. Dies sind die Khazra-Schamanen. Sie sind die gefährlichsten Vertreter ihres Volkes. Okay, also Fokusschaden auf die Schamanen. Ich will doch nur diesen Stab. Ah, toll. Der hat mehrere davon. Ja, verwirrt mich doch nicht. So. Kurzspeer, abenteuerlicher Dreieckschild. Brauche ich nicht. Was gibt's hier noch so? Ja, laber kein Müll. Ein verkommenes Ritual. Zu spät, ihr Narr. Ich beherrsche jetzt diese Geister. Du wirst gleich sterben. Siehst du, sag ich doch. Tagebuch des Beschwörers. Da ist eine Närrin. Ich werde aus den Seelen dieser Primitivlinge eine ganze Armee erschaffen und sie an meinen unfolgsamen Willen fesseln. Ja, mit diesen Heiden unter meinem Befehl werden die Königreiche der Welt sich meiner Macht beugen. Der Macht des Herrn der Sieben. Das habe ich ja gesehen, wie gut das geklappt hat. Dass immer alle die Welt beherrschen wollen, ne? Wirklich alle! Wollen wir nur das Leben schaffen. Komm, du Bau, ich mach Kleinholz aus dir. So. Und heute Abend krieg ich ganz viele Lammsteaks. Mag ich zwar nicht, aber ist ja egal. Trommel der Ziegenmenschen einfach mal kaputt hauen. Bevor er darauf trommelt und eventuell hier ganz viele seine Freunde kommen, wollen wir doch nicht. So, Baumstumpf zerstören. Ja, das war klar. Eine Riesenmotte. Ja, jetzt gib mir hier die Kugel. So. Jetzt hier zum Schrein hin. So. Gold getroffen.
doch mal das Haus etwas genäher an. Ja, etwas näher angucken, tun wir es einfach mal. Kann die Trommel hier zerstören? So. Kann ich hier überhaupt rein? Nee. Ist wahrscheinlich einfach nur so ein Haus. Gebäude. Sieht mir ja nicht nach einem einfachen Haus aus. Wuhu, Level up. Gucken wir uns gleich mal an, was wir jetzt Neues können. Oh, ich habe eine neue aktive Fähigkeit. Aber keine, die ich auf 3 verwenden kann. Das kann ich erst mit Level 14, aber immerhin. Ja, 4 neue Dinger. Und eine passive Fähigkeit. Erhöht euren Rüstungswert um 100%. Euer Vitalit. Ah, okay. Nee, ich mag das mit mehr Schaden lieber. Dann hier primär. Da ist der Hieb, also unsere erste Attacke. Ihr verursacht zusätzlichen Schaden, stößt eure Gegner aber nicht mehr zurück. Nee, Spalten besser. Definitiv. Das brauche ich gar nicht ausprobieren. So, dann seismisches Schmettern. Was ist denn das? Löst Schockwellen aus, die Gegnern in ihrem Weg Schaden zufügen. Interessant. Kann ich mal testen. Aufstampfen. Bei der Nutzung von Aufstampfen werden Gegner verlangsamt. Nee. Der Sprung ist besser. Und der Speer, da ist jetzt neue Fähigkeit Revanche. Führt einen Gegenangriff aus, der euch mit jedem getroffenen Gegner heilt. Na gut, das denke ich mal, können wir testen. Den Speer haben wir bisher nicht so oft benutzt. Von daher einfach mal austesten. Dann gucken wir auch mal gleich, was dieses Schmettern macht. Da drüben, Reichtümer! Ja, Lappe, kein Müll. Erstmal brauchen wir wieder ein bisschen Wut, damit wir die Fähigkeit verwenden können. Aha, das macht diese Viecher stärker. Das testen wir mal. Wow, das ist cool. Das ist cool, ja. Und dann die 2. Das ist auch ganz gut. Also es macht Flächenschaden. Das ist Revanche. Also das kann ich auch nur benutzen, wenn ich getroffen wurde. Also dann besteht zumindest eine Chance, dass ich es benutzen kann. So, weiter geht's. Ich weiß jetzt nicht, sollte ich auf dem Weg bleiben oder sollte ich hier einfach weiter rumgucken? Ich denke mal erstmal rumgucken und dann mal weiter. Eine Klippe, das soll ich bestimmt nicht runterfallen. Ich kann da auch ganz gut runterfallen. Ja, ich bin so doof und teste das aus. Werden eure Taschen voll? Ich könnte euch ein wenig erleichtern. Ja, das glaube ich. Versucht es gar nicht erst. So, oh, da blinkt es, da blinkt es, da blinkt es. Stab der Kassa. Speicherpunkt erreicht. Wow, da kommen jetzt aber viele. Und da ist auch so ein Schamane. So. Den wir auch töten. So, jetzt sollen wir noch die Blockade der Kasra erreichen. Gucken wir gleich mal. Erstmal hier gucken, was wir hier so eingesammelt haben. Nur Schrott. Der Ring. 5% bessere Chance, magischen Gegenstand zu erhalten. Ja, den legen wir mal an. Den haben wir ja vorhin schon bei der Spinnenkönigin bekommen. Habe ich gar nicht nachgeguckt. Ja, den tun wir erstmal hier mit hin. Nee. Dahin.
Ich weiß jetzt immer noch nicht, wo ich die Gegenstände identifizieren kann. Wenn ihr es wisst, sagt mir ruhig mal Bescheid. Ansonsten muss ich halt mal googeln. Oh, eine Höhle. Höhle des Mondklangs, Ebene 1. Nee, das hat mehrere Ebenen, das dauert mir jetzt zu lange. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch schnell zum Lokal- und Speicherpunkt erreichen und dann wollte ich den Part beenden, damit es nicht zu lange dauert. Weil sonst dauert der Part durch das ewige Suchen hier schon wieder viel zu lange. Wow, das sind aber viele Gegner. Blederarm, der Schuldige. Eklig. Wow, der hat mich zurückgestoßen. Ich spring wieder hin. Ja, der wird mich nicht so einfach los. So, ist hier irgendwas Tolles gedroppt? Nein. Ja, klar. Gilgamesh, ja, klar. Ich bin geheilt. Ja, ich habe ja auch eine Heilkugel eingesammelt. Seltsam, dass ich dann geheilt bin. So, der nächste bitte. Ich weiß, ich habe da gerade einen Heiltrank liegen lassen, jetzt habe ich gleich heilt. Ledermantel. So. Ich trage zu viel. Ja, das war ja jetzt klar. Jetzt gucken hier. Gucken. Das kann ich wegschmeißen. Das kann ich wegschmeißen. Das kann ich hier töten. So, dann zimmern wir jetzt das Ding hier ein. Und dann geht's hier weiter. Ich wurde getroffen. Ja, ich hab dich ja schon geheilt, um. Ich bin überlastet. Ich bin geheilt. Top, aber extrem viele Laufgegenstände. Ich kann nichts mehr aufheben. Ja, das wird klar. So. Das weg und das einsammeln. Yeah, geht's noch? Ich wollte ja langlaufen. Ach, er hat schon wieder ein Level. Ja. Ich mache ja viel zu viel Punk hier. Und jetzt habe ich noch einen Ring eingesammelt. Der macht plus 3 Geschicklichkeit. Naja, das kann ich jetzt nicht so gut gebrauchen, aber... Naja. Kann ich immer noch entzaubern. Oder wieder verwerfen. Entschuldige. Ja, diese Ziegenmenschen können sich durch die Erde buddeln. Schon klar. Ich brauche Wut. Ja, das weiß ich, dass du ihn brauchst. So, jetzt gehen wir hier weiter hoch. Und wir finden eine Truhe. Eine Truhe ist nur Müll. Wer hätte es gedacht? Ja, so. Und da ist noch eine Truhe und ein Felshaufen. In der Truhe war auch wieder nur Müll. Nicht genug Wut. Ich kann nichts mehr aufheben. So. Gucken wir mal weiter. Was für Level habe ich jetzt noch? Ich habe Level 13. Okay. Sie haben keine Chance gegen mich. Also wirklich gar keine. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich bleib mal auf dem Weg.
Leerer Ausrüstungsplatz. Was habe ich denn für einen leeren Ausrüstungsplatz? Ja gut, Schulter und Amulett. Aber da habe ich auch noch nichts für. Ich kann mir ja bald so ein Schulterstück herschmieden. Herschmieden. Oh. Sprechen ist immer noch total verbuggt. Trommel hier zur Stimme, bevor da gleich so eine Ziege rangeht und stärker wird. Jetzt gehen wir hier hoch. Und jetzt haben wir unseren Speicherpunkt erreicht. Das heißt, an dieser Stelle werde ich den Part beenden. Und, ja. Ich hoffe einfach, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Bei meinem nächsten Part von Let's Play Diablo 3. Ich bin euer Mammut. Wenn ihr Fragen habt oder sonstige so Wünsche zu anderen Let's Plays, dann schreibt es mir in den Kommentaren. Und ja, bis zum nächsten Mal.